Howdy. Howdy. Hier drüben!
Sind Sie zufällig gekommen, um mich zu erretten? Ich würde mir dafür die Daumen drücken, aber meine Hände sind ganz taub. Oh ja, sehr vergnügt, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bin hier in einer, misslungenen Lage. Wäre Ihnen höchst verbindlich, wenn Sie mich freimachen könnten. In der Tat, werter Herr, und ich würde nur zu gerne meine Informationen mit Ihnen teilen, sobald man mich enthaftet. Nun, Sie sehen aus wie die vertrauenswerte Sorte. Ist gut, ich werde sagen, was ich weiß. Sie sagten, Sie gingen nach Novak. Wenn Sie hinterher wollen, empfehle ich stark, dass Sie die Straße durch Nipton befolgen. Die Wüste ist voll mit Gefährlichkeiten und ich kann Ihnen keinen Schutz anbieten, weil ich ja hier bleiben und auf Prim aufpassen muss. Es wäre hocherfreulich, wenn Sie mich freimachten. Also, ich kann nur sagen, das war mein Karrieretief als Gesetzeshüter. Die Pulverbande schlich bei Nacht in die Stadt und brachte meine Schwester und ihren Mann, den Sheriff, um, im Bett, während ich schlief, im Büro. Ich überwachte sie scharf und wartete sprungbereit auf den rechten Moment, um sie alle zu arrestieren. Dabei machte ich mir gewissenhafte Notizen. Zu meinem Besturz wurde ich entdeckt, während ich in den Schatten lauerte und man verbrachte mich an diese Örtlichkeit. Oh, na, das ist ja großartig. Ich denke mal, ich mache mich auf die Fersen nach draußen. Die Luft ist doch etwas eng hier drin. Oh, aber gewiss doch. Ich würde nie zulassen, dass Sie meine Entführer mit meiner Hilfe bekämpfen. Ohne meine ich. Bitte Ihnen nach. Wenn uns hier ein Sträfling durch die Lappen ginge, oder zwei, wer würde schon etwas merken davon? Ich danke Ihnen ja so sehr.